As John Hammond realized his vision for Jurassic Park, his competitors began to see the potential of InGen's work. One of their main rivals, Biosyn, looked to close the gap by stealing the advantages that InGen and Dr. Wu had worked so hard to gain. To do this, they would need someone on the inside. So they enlisted a disgruntled computer engineer named Dennis Nedry. A plan was devised to steal InGen's dinosaur embryos with an inconspicuous canister created to house the precious commodity. Nobody really knows what happened that fateful night. What is certain is that Dennis Nedry and the samples were never seen again. Biosyn had failed, unfortunately. So too had Hammond's dream. Decades later, businessman Simon Mizrani tried again, this time succeeding in delivering Hammond's vision to the world. Tragically, things didn't go as planned. Biosyn was waiting for its time, and they found it in the aftermath of Jurassic World's downfall. Now, led by Lewis Dodgson, a new era was dawning. While we don't know what the future holds, history has a habit of repeating itself. Just look at it. It's beautiful. We are so close to realizing Biosyn's dream, one that InGen could never achieve. Once we get dinosaurs here, it will be perfect. A perfect display of evolution. Luck favors the bold. We were prepared. Now we need to finish the job. Give me the latest on the animals. We're isolated, which makes for a challenging landscape. We are still at a disadvantage until we understand more about this ecosystem and how our new friends will adapt to it. We need more information and time. The last thing we want is for them to not adapt and die. Oh, they'll adapt. I believe that. They adapted to 2 parks and a few islands. They're adapting now. They'll be just fine. Just get them here. I'm not sure we are totally ready to understand everything we need to. Just get them here. Leave the rest up to Mother Nature. And me. Und damit hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil der Dominion Biosyn-Kampagne. Nicht wundern, Leute, das Ganze ist noch nicht draußen. Release-Termin ist der 14. Juni, also wir müssen uns leider noch ein bisschen gedulden. Aber ich wurde von Frontier schon mal vorab eingeladen zu einem Event, wo ich halt den ersten Teil der Kampagne schon mal für uns gemeinsam anspielen durfte. Und ich habe natürlich versucht, so viel wie möglich von den neuen Funktionen zu sehen, von den neuen Gebäuden zu sehen und auch von den neuen Urzeitkreaturen zu Gesicht zu bekommen. Ich will jetzt auch gar nicht in diesem Anspielpart so doll auf die Story eingehen. Das werden wir dann nämlich nochmal ganz in Ruhe machen, wenn wir dann die Story auch auf Deutsch spielen können, im Livestream oder sowas. Also es geht jetzt hier wirklich für mich eher darum, die ganzen neuen Funktionen zu zeigen und zu testen, möglichst viel von den neuen Urzeitkreaturen zu sehen und natürlich auch von den ganzen neuen Gebäuden und Dekoobjekten. Und wo wir gerade schon beim Thema sind, die erste neue Funktion könnt ihr gerade schon im Hintergrund sehen, nämlich ist das das neue Hyperloop-System. Das ist sozusagen ein unterirdisches Tunnelsystem, mit dem die Gäste im Park, beziehungsweise in dieser Mission sind es, glaube ich, gar keine Gäste, sondern Biosyn-Mitarbeiter, auf jeden Fall die Leute, die im Park rumlaufen, die können dann auch unterirdisch von Gebäude zu Gebäude transportiert werden. Da wird dann, wenn die Strecke gleich fertig ist, so eine Gondel hin und her fahren, werdet ihr dann noch sehen. Aber ich hatte da tatsächlich schon die ersten Probleme, weil das gar nicht so einfach war, das alles miteinander zu verbinden. Ich hatte zum Beispiel das Problem, dass ich immer diesen Streckenverlauf so ein bisschen zu steil hatte von der Kurve. Und da musste ich das Gebäude halt ein paar Mal abreißen und neu platzieren. Aber ja, irgendwann hat es dann ganz gut geklappt. Man hat auch bei jedem Gebäude eine unterschiedliche Anzahl an Verbindungspunkten. Zum Beispiel bei den Gebäuden, die wir erst gebaut haben. Da kann man in 4 verschiedene Richtungen verbinden das Ganze. Und bei dem Gebäude, was wir jetzt bauen, sind es nur 3 verschiedene Richtungen. Und da muss man sich dann natürlich gut überlegen, was man womit verbindet und in welcher Richtung man halt die Strecke lang führt von diesem Hyperloop-System. In der ersten Mission war es übrigens so, dass je weiter man voranschreitet, desto weiter ist auch der Bau von diesem Biosyn-Hauptgebäude, was man ja aus dem Film auch ganz gut kennt und aus den Trailern ja auch voranschreitet. Das könnt ihr hier schon gerade ganz gut sehen. Das heißt, im Laufe dieser Mission wird dann dieses Gebäude fertiggestellt. We are leaving InGen in our dust. Well, I will give them some credit. They did resurrect the dinosaurs. Die ganzen Gebäude, die ihr übrigens sehen könnt, sind alles Gebäude aus der neuen Biosyn-Ära. Also die haben auch alle ein neues Model und sehen alle optisch anders aus. Wenn wir uns später aber auch noch in Ruhe ein bisschen genauer angucken, wenn wir dann ein bisschen mehr im Park schon stehen haben. Ich habe mich natürlich die ganze Zeit beim Bau auch immer so ein bisschen beeilt, weil ich hatte bei dieser Anspiel-Session nur eine bestimmte Spielzeit, nämlich 2 Stunden. Und ich habe dann natürlich versucht, so schnell wie möglich durch die Mission durchzukommen, um euch dann möglichst viel zeigen zu können und auch möglichst viel an neuen Animationen und so ausprobieren zu können. Das hier ist der neue MVU-Skin. Auch im Biosyn-Design. Und als nächstes sollten wir den Park auf die Ankunft von einigen Dinosauriern vorbereiten. Und dafür wurde uns auch eine neue Funktion zur Verfügung gestellt, nämlich der unsichtbare Zaun. Beim Bauen funktioniert er übrigens wie ein ganz normaler Elektrozaun. Er sieht halt nur optisch anders aus, also ihr seht das jetzt hier gerade ganz gut. Man sieht da halt nur so einen ganz kleinen flachen Strich. Also er ist nicht ganz unsichtbar, aber ist halt kein fetter Zaun im Weg. Und was auch noch recht interessant ist, ist, dass man mit den Jeeps auch über den Zaun sozusagen rüberfahren kann. Das heißt, man braucht für die Jeeps eigentlich gar kein Tor, aber es gibt ja trotzdem dieses unsichtbare Tor. Ich glaube, das ist aber dann nur für die Dinosaurier. Also dann kann man das halt mal öffnen und dann können die Dinosaurier dort durchlaufen. Und jetzt könnt ihr mal richtig schön das neue Biom sehen. Ich liebe die Atmosphäre mit dem Nebel. Der ist halt nicht die ganze Zeit da, aber ab und zu zieht er halt auf. Und das sieht dann richtig cool aus, wenn die Dinosaurier durch so einen vernebelten Wald laufen. Und jetzt kommt schon direkt das nächste Neue. Das ist der neue Forschungsaußenposten. Da ist die Besonderheit, dass der durch das Hyperloop-System erreichbar ist. Seht ihr schon da unten, da sind wieder 3 Anbindungspunkte für das Tunnelsystem. Das habe ich hier an der Stelle noch nicht gecheckt. Aber man kann das direkt in das Gehege platzieren, weil man halt keine Wegverbindung braucht. Und dann können die Besucher sozusagen direkt im Gehege die Dinosaurier beobachten. So sieht das Ganze vom Nahen aus. Und man hat dort auch eine Ansicht von innen. Und man kann das Ding dann auch noch absenken. Dann geht das Gelände hoch. Und man fährt runter zu den Dinosauriern. Und dann kann man von dort unten auch mal schauen. Zwischendurch ging natürlich immer der Bau von diesem großen Biosyn-Gebäude weiter. Hier könnt ihr das jetzt übrigens nochmal sehen, dass die Jeeps da über die Zäune einfach rüberfahren. Also die brauchen gar keine Tore. Haben dadurch eigentlich immer ziemlich kurze Wege zu allen Punkten, die sie anfahren. Also die Tore benutzen die da nicht explizit. Die fahren da wirklich einfach über den Zaun rüber, ganz ohne Probleme. Das hier ist das neue Fossilien Center, was optisch auch richtig cool aussieht. Es hat auch so Moos auf dem Dach. Es sind tatsächlich einige Gebäude aus dieser Ära. Und jetzt geht's an das neue Fossiliensystem. Nämlich gibt es die Bernsteinmine. Dort kann man bei den Forschungen verschiedene Grabungstiefen freischalten. Und in diesen verschiedenen Grabungstiefen kann man dann halt verschiedene Fossilien finden. Und das hier ist das neue Expeditionscenter, auch mit dem Biosyn-Logo und dem neuen Helikopter-Skin. Sieht echt schön aus in dem Nebel, der gerade wieder aufgezogen ist. Und ihr habt es vielleicht schon unten rechts gesehen, unsere nächste Aufgabe ist, das Genom von dem Dimetrodon zu erhöhen. Das heißt, wir gehen jetzt in diese Bernsteinmine und dort werden wir dann nach Überbleibseln und Fossilien von dem Dimetrodon suchen. So sieht übrigens die erste Schicht oder das erste Level von dieser Bernsteinmine aus. Links könnt ihr auch die verschiedenen Level sehen. Wir haben jetzt nur das oberste freigeschaltet, deswegen sind da noch diese 3 Schlösser. Wenn wir jetzt in den Forschung das Ganze freischalten würden, könnten wir halt auch in tiefere Schichten gehen und dort weitere Fossilien finden. Aber wir schicken jetzt erstmal unser Biosyn-Team los, um uns ein bisschen was von dem Dimetrodon zu gönnen. Unser Team ist erfolgreich zurückgekehrt und so sehen die Funde aus, die sie mitgebracht haben. Alles schön von dem Dimetrodon und die können wir jetzt ganz normal, wie es bei Fossilien auch der Fall ist, ja mit einem Team extrahieren. Das neue Personalzentrum sieht auch richtig cool aus. Sehr interessante Gebäudeform und hat auch so ein Moosdach. Und jetzt wird es so langsam richtig, richtig spannend, denn wir sollen jetzt ein Gehege vorbereiten für den Dimetrodon. Dafür brauchen wir natürlich erstmal ein Entwicklungslabor. Dort gibt es auch eins im neuen Design. Und so sieht das Ganze aus. Sieht halt komplett anders aus als die anderen Entwicklungslabore, die man vorher hatte. Aber gefällt mir echt gut optisch. Müssen wir natürlich jetzt mit dem Wegenetz einmal verbinden. Und dann können wir endlich unseren Dimetrodon kreieren. Ich habe natürlich auch in die Modifikation geguckt, ob es da schon verschiedene Skins gibt. Aber zu dem Zeitpunkt leider noch nicht. Da gab es nur die Dominion-Variante. Aber ihr müsst auch bedenken, das ist halt auch eine Vorabversion gewesen. Auch wenn hier Bugs und sowas auftreten, das kann natürlich zum richtigen Release gefixt sein. Weil das Ganze hier habe ich schon, glaube ich, vor 3 Wochen oder so gespielt. Also das ist schon, bevor überhaupt das DLC angekündigt wurde, habe ich das hier schon aufgenommen. Und da haben wir zum allerersten Mal den Dimetrodon mit einem richtig coolen Segel und einem echt coolen Skin. Für den mussten wir natürlich dann auch ein Gehege vorbereiten, damit er auch 80% Komfort hat. Da habe ich dann mal schnell Wasser und so eingezeichnet. Das Übliche halt. Und dann gibt es jetzt einmal für uns die Sozialisieren-Animation. Mega süß, wie die sich aufeinander legen. Wenn er die Dimetrodon lossprintet, das sieht auch richtig lustig aus. Bisschen wie so ein Krokodil mit den kurzen Beinchen. Und jetzt seht ihr ihn auch im Kampf. Die Dimetrodon gegen die Dimetrodon. Sowas passiert, wenn man nicht aufpasst bei der Gegengestaltung. Die waren da noch nicht ganz zufrieden. Und jetzt schauen wir uns den Dimetrodon nochmal beim Treffen an. Der klettert auch ganz süß mit seinen Vorderbeinchen auf den Fieder und knabbert dann sein Fleisch. Magnificent. Biosyn is at the brink of excellence. Everything InGen aspired to be and more. It is truly something. I just Just what? Well, this is the point InGen thought they had everything in place. Then it all unraveled from there. Yeah. Let me put your fears to rest. I am not Hammond. He was all ego. I am not Mizrani and his tech-first approach. We are set up to succeed, and that is what we're going to do. Oh, no, I didn't mean to imply that... No, I understand what you're trying to say. There is truth in it. But we're in a far better position to succeed because others have failed. Hammond and Mizrani both brought tremendous advances to the world. They just had a narrow vision of it. We do not. We see the whole picture. We see the balance of it. Where there are advancements, there needs to be a business that supports it. That makes sense. Look, Biosyn's not just interested in the dinosaurs. They have the potential to provide improvements for all life on this planet. If we don't jump on this opportunity, someone else will. So why not us? Und so sieht das fertige Biosyn-Gebäude aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Auch die Klippen hinten und der Innenbereich. Hier ist auch noch ein Helikopterlandeplatz. Und ihr hört es gerade im Hintergrund. Als nächstes sollen wir nach Fossilien von dem Pyroraptor gucken. Dafür müssen wir natürlich erstmal in die Forschung gehen, um diesen erstmal zu erforschen. Hier kann man übrigens auch noch den Dreadnoughtus freischalten, den Therizino und den Giga. Jetzt könnt ihr übrigens mal die Bernsteinmine sehen, wenn man die zweite Ebene oder das zweite Level freigeschaltet hat. Da kann man dann wechseln und eine Schicht tiefer gehen. Und dort findet man dann weitere Fossilien. Aber während wir auf den Pyroraptor warten, schauen wir nochmal bei dem Dimetrodon vorbei. Das ist nochmal eine sehr süße Kratzanimation. Und jetzt hatten wir endlich die ersten Bernsteinfossilien von dem Pyroraptor. Ich war natürlich sehr, sehr hyped in dem Moment, weil das das erste gefiederte Lebewesen in Jurassic World Evolution 2 war. Und da haben wir ihn, den Pyroraptor. Und der sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Das Fell und die Federn gefallen mir richtig gut. Und natürlich auch die Färbung. Wie cool der mit den Flügeln geschlackert hat gerade. I'm gonna need your help. There is a risk to everything we do. The more species we bring back, the more complex of a biosphere we have to manage. We can only push so far. When you think you have pushed as far as you can go, push harder. This genie is not going back in the bottle. Das war gerade die sozialisierenden Animation. Und jetzt sehen wir hoffentlich gleich nochmal die Fressenanimation. Ja, die sehen wir jetzt auch noch mal. Sieht da richtig cool aus mit dem Nebel im Hintergrund. Und unzufriedene Dinosaurier dürfen natürlich auch nicht fehlen bei mir. Deswegen sehen wir jetzt auch den Pyroraptor mal im Kampf. Gegeneinander. Der greift hier auch mit seinen Klauen an. Und mit seinen Zähnen. Und direkt danach macht er dann auch noch Jagd auf eine Ziege. Mit einem gekonnten Sprung und dann einem Genickbiss und einer Animationsunterbrechung hier. Hier sehen wir nochmal eine Gruppe von Pyroraptoren, die gerade gefressen haben. Und ein bisschen miteinander interagieren. Das wird schon sehr lebendig. Und ja Leute, das war's für mich mit der ersten Kampagne von dem neuen Biosyn DLC. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Nochmal vielen, vielen Dank an Frontier, dass ich die Möglichkeit dazu hatte, das schon eher anzuspielen. Ich war übrigens ungefähr in 1,5 Stunden durch und ich hatte 2 Stunden Zeit. Das heißt, ich hatte am Ende noch ungefähr eine halbe Stunde, um Animationen aufzunehmen, Kämpfe aufzunehmen und. Also falls ihr zum Beispiel mal den Dimetrodon gegen den Pyroraptor sehen wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist mein zweiter Kanal verlinkt, da wird es heute noch einige weitere Animationen geben zum neuen DLC. Ich würde mich jetzt über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.